So. Servus erstmal, leg mal gleich los. Nachdem ich ein bisschen gefrustet bin, wäre gestern, ich wollte ja gestern bei dem Community-Event mitfliegen, habe ich auch gemacht. Das wäre morgen, also gestern war Sonntag, das wäre morgens um 11 gewesen, dann ist es erstmal ausgefallen, weil die Microsoft-Server nicht gegangen sind. Und dann habe ich es für den Abend verlegt auf 20 Uhr. Habe ich dann mitgemacht, dann habe ich alles aufgenommen. War froh, dass ich alles gut vorbereitet habe. Und dann war die Aufnahme scheiße. Der Ton hat nicht passt und dann habe ich es wieder gelöscht. Habe jetzt praktisch gar keine Aufnahme von dem Event. Schade eigentlich. War nicht schlecht. Und jetzt wollte ich ein bisschen rumfliegen mit einem einfachen Flugzeug. Das ist so eine GA-Flieger, Ultraleichtflieger von Echo. Der Decknamen Echo UL heißt sie, P92. Und dann war ich gerade auf der Karte und habe gesehen, dass in dem Gebiet alle Straßen wie Schachmuster ist. Komplett. Ich habe gedacht, das sei mit der Karte irgendwas, dass halt die Aufnahme, die Satellitenaufnahme irgendwie so Muster mit eigenen sind. Aber wenn man da jetzt genau hinzoomt, das sind tatsächlich Straßen. Das dauert schon, bis die Karte klar ist. Ja, das sind Straßen. Da fährt sogar ein Lastwagen. Hier. Das sieht eigenartig aus, sind das. Das ist Landwirtschaft, dass das immer so gebaut wird oder so, keine Ahnung, oder? Haben die mit dem Lineal damals ihr Land vermessen und verkauft, oder? Das ist ja nicht bloß alle zwei so Häuserblöcke oder so. Oder Ding. Das ist Wahnsinn. Hier, das ist alles. In dem Bereich alles komplett. Komplett mit den Karos voll. Ja? Und die Städte sind jetzt nicht so groß, ja. Das sind ein paar Hauptstraßen, wo durch die Städte durchgeht. Und ja, man, das sind jetzt keine amerikanische Großstädte oder so. Aber hier sind überall sind die Dinge. Ja, hier geht eine Hauptstraße durch, so in dem einen ist so ein Highway oder sowas. Ja. Und das hier ist dann, ja, was ist denn das? Sind das die Sandwege, was man so von den amerikanischen Filmen sieht so? Auf jeden Fall habe ich mir jetzt vorgenommen, ich starte einfach. Oh, was ist jetzt ein Flugplatz? Kommt dann, gehen wir da hin. Gehen wir da hin. So. Mal gucken, ob der. Ich glaube nicht, dass er einen Tower hat, aber gehen wir mal da hin. Starten wir von hier. Und dann sieht man sich auf dem Rollfeld. Oder beziehungsweise auf dem Parkplatz. So, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das Wetter jetzt eigentlich ist. Habe ich das auf Live-Wetter? Das können wir schon testen, sobald ich im Spiel bin. Muss ich aber erst mal meine ganze Schalter wieder richtig einstellen, bevor ich da auf bereit klicke. Okay, die Schalter sind auf Position. Okay. Und los geht's. Ah, bin in der Tankstelle. Okay. Da stimmt auch was, das ist ein wahnsinns enger Bereich, wo als Toleranzgrenze praktisch gezeigt wird. Und hier bin ich schon überladen. Moment, zurücksetzen. Ich wiege zu viel. Also wenn ich die Pilotin praktisch wegtue. Ah, okay. Machen wir es jetzt einfach so. Jetzt gehen wir hier.
auf 100 und das hier machen wir weg. Also es ist, ich möchte schon ein bisschen mit Gewicht fliegen, weil sonst ist es ja so ein Papierflieger. Da muss man hier einfach... mal hier weg, wieder auf 0. Okay. Jetzt sind wir halt Leichtgewicht. So, gehen wir hier auf 170. Ha! Okay, und meine machen wir 120. Okay, dann machen wir zweimal 150. So. Okay. Wieso sitzt er eigentlich so nieder? So, Moment. Okay. Ach, wenn ich höher sitze, dann... genau, dann ist das hier. Okay, ich kann das so hochgehen. Okay. Also, mit dem Flugzeug bin ich lange nicht im Flug, aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Okay. Okay. Den gefallen wir jetzt noch nicht so. So. Okay. Machen wir hier so. Gehen wir sogar noch ein bisschen ran. So. Dann nehmen wir die Karte ein bisschen mehr im Blickfeld. Und das hier ist dann auf jeden Fall so, dass ich schnell auf das Ding gucken kann. Okay. Also wenn ich jetzt so fliege, muss ich schnell meine Instrumente angucken. Moment. So, also jetzt fliege ich hier schnell auf das... ja. Halte mal so ein bisschen hoch. Genau, so. Und zwar... so, halt. Okay. Dann nehmen wir ja die hier. Okay, alles klar. Dann nehmen wir nur das hier, das hier, das hier, das hier. Und einmal das.
Und das. Okay. Dann starten wir mal durch. Batterie. Generatoren. Gibt's keine. Avionik. Gibt's keinen Extraschalter. Okay. Beacon. Gibt's kein extra Navigationslicht? Strobe gibt's. Doch, Navigationslicht gibt's. Gibt's noch Landelichter? Aber keine Taxilichter. Und Panel, das wäre dann praktisch das hier. All das ist. Okay, und das hier ist das Kabinenlicht, das muss oben irgendwo sein. Ne? Gehen wir mal geschwind. Halt. So. Okay. Okay, das geht okay. Dann ist das. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das Kabinenlicht. Das gefällt mir. Dann brauche ich das praktisch gar nicht. Wo immer auch die Lampe ist. Gibt es hier unten noch irgendwas? Trimmung, Parking Brake. Trimmung ist okay, alles klar. Was haben wir hier? Ah, okay, damit das ein bisschen fester ist, okay. Das ist im Flugsimulator wahrscheinlich nicht simuliert. Batterie, habe ich reingeschaltet, Fuel Pump. Moment, geht das? Okay. Das ist der Full Selector hier. On. Okay. Dann müsste das eigentlich auch mit dem Schalter zugehen. Und das wieder auf. Okay. Okay. Ah, genau, jetzt kann ich hier. Jetzt ist das auf. Ah, okay. Das ist ja clever gemacht. Aber ja, beide immer auf, dann passt es. Das ist auch klar. Okay. Keine Taxilichter. Jetzt, wie spät haben wir es denn? Was habe ich jetzt da eingestellt? Sonnenaufgang. Okay, fliegen wir in den Sonnenaufgang. Die Lichter sind alle richtig eingeschaltet. Dann mache ich auch Taxilicht an. Beziehungsweise Landelicht an. Oh, das ist zu weit. Das mache ich erst, wenn ich auf dem Weg bin. Hier machen wir die Karte ein. Dann versuche ich mal auf die VFA-Karte zu verzichten. Und hier ist die Karte. Okay. Dann gucke ich mir mal die Straße von oben an. Handbremse ich ein. Machen wir mal. Weil ich habe kein Anti-Ace, kein Pitot-Vorwarnung. Zumindest habe ich nirgends einen Hebel gesehen. Aber wenn ich auf meinem Honeycomb einschalte, dann tut sich was. Also das Lämpchen geht aus. Okay, starten wir den Motor. Handbremse ist. Okay, Motor gestartet. So, dann Höhe und
Geiselkompass kalibriere. Das ist das Trimmung. Öltemperatur. Das müsste dann auch der Öldruck sein. Tanks sind halb voll. Temperatur. Batterie. Das wird es aber nicht. Mit Benzindruck ist nirgends. Okay. Ja, okay, machen wir ATC ein. Weil das habe ich noch auf der falschen Seite. Das stört hier weniger. Hier auf der Seite stört es weniger. KIIB. Also ich weiß gar nicht, wie der Flugplatz heißt. Ich habe jetzt auf der Karte nicht aufgepasst. Ist ja mal egal. Rollen ankündigen. Kilo India, India Bravo, Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 36. Okay, ich habe jetzt hier weder Heading Bug noch irgendwas anderes zum nach oben zum Stellen. Aber Norder, das ist schon einfach zum Morgen. Okay. Also. Also Flaps hat einmal Approach und Landung. Okay. Okay. Ah, das ist das Flugzeug, genau. Also wenn ich bei dem Flugzeug wenn ich da die Hand einfach fest bremse, dann rasche die Handbremse her. Also ich tue die Handbremse nicht aktiviere. Bremse. Und jetzt ist sie. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal die Handbremse drücken und jetzt geht's wieder. Also ich bremse jetzt. Jetzt geht's. Also wenn man da weggeht vom Gas und mit der Bremse das Fahrzeug zum Stillstand bringt, dann kann ich wieder Gas geben und ich komme nicht vom Fleck. Aber laut den Dinger hier muss es ein Bug sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Bremse nach vorne gehe, ich muss zweimal die Handbremse drücken und dann geht's wieder. Jetzt geht's wieder um komisch. Vielleicht verwechselt es auch ein anderes Flugzeug, ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade Gas gegeben und bin. Okay. Ah, ich muss einfach mehr Gas geben, okay, dann verwechselt es gerade. Und das Problem ist, ich kann eigentlich gar nicht langsam rollen. Zumindest beim Anfahren ist es ein bisschen. Ich muss jetzt viel Gas geben, damit sich ein bisschen was tut. Und jetzt muss ich wieder weggehen vom Gas und dann wird er gleich so langsam. Okay. Ah, das ist ein bisschen.
bisschen schlecht gemacht, ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ungenau programmiert. Ich muss viel Gas geben, damit er sich bewegt. Und dann bewegt er sich plötzlich so schnell. Und dann gehe ich weg vom Gas und dann bleibt er wieder stehen. Ich glaube, ich habe auch keine Mixture. Okay. Okay. Also, das ist ein, wie ein Automotor mit sehr, sehr hoher Drehzahl. Geht also bis in 5000er Bereich. Nein, das ist eigentlich. Das ist das weg. Ich will doch die Satellitenaufnahme sehen. Also, es ist ein Automotor mit 5000 Umdrehungen oder so. Das ist ganz untypisch für ein Flugzeug. Also, ich drehe jetzt praktisch beim Roller schon mehr wie Cessna überhaupt in der Lage ist zum Fahren, zum Ding, ja. Das ist so ist bei Cessna das Maximum. Ja, das ist. Kein typischer Motor. Und Geschwindigkeit ist. Und die Geschwindigkeit ist auch Kilometer und nicht. Nautische Meilen. So, und jetzt. Jetzt machen wir das Landelicht an. Und Flaps 1. Und war sonst noch irgendwas? Trimmung? Ich denke mal, das passt so. Und dann mache ich schon Pause und mich schon was trinken, bevor es losgeht. So, jetzt bin ich wieder da, hab was getrunken. Jetzt wollen wir auf die. Startbahn und. Hoppla, gebe. Ja, wie? Ich glaube, ich habe da einiges erzählt. Kilo India, India Bravo, Traffic Martin Romeo Juliet 66, taking off runway 36, departing straight out. Ah, ich habe kein. Ich kann nichts auswählen, also habe ich ein. Wie sagt man? Weather Preset drinnen. Und zwar habe ich. Drei Knoten nur, also das kann nicht sein. Dass ich da so viel. Wahrscheinlich bei dem Flugzeug auch das übertrieben mit dem Kreisel trifft. Dass das Flugzeug praktisch abdriftet, wenn man Gas gibt. Also ich muss es. Hallo? Machen wir mal das hier aus. Und das Landelicht auch. Wohl kann man lassen, schon ein bisschen rum. Also das war jetzt gerade ganz komisch vom Abflugverhalten her. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das so stimmt, wie das reagiert. Gehen wir mal die Flaps nach oben. Ich habe jetzt hier auch schon 100, 116, ja das sind jetzt fast 100 Knoten jetzt, bei 180 wäre, ja. Okay. Also die Landschaft sieht eigentlich, nur es ist nicht gut. Eieiei. Gucken wir mal geschwind, was die Online-Verbindung macht. Das wäre jetzt auch gelieb, wenn das jetzt jedes Mal die Data-Verbindung. Ja, das ist wieder weg. Bildmessung ist aus. Ach, das ist auch gelieb. Jetzt, wenn ich mal wieder die Gegend gut betrachten möchte, dann haut es mir wieder raus.
Und dann können wir da nachher mal schön gucken, wie gut die Verbindung ist. Na komm schon. So. Also es müsste jetzt wieder online sein. Sieht aber danach aus. Also ich habe jetzt eine Serververbindung mit 50 Millisekunden, was eigentlich miserabel ist. Gucken wir nochmal nach. Daten. Ja, doch, ich bin da. Und hier bin ich bei. Ja, also 50. Das ist. Werde zum Kotzen. Werde zum Kotzen. Aber tatsächlich. Die ganze Straße ist wie Schachbrett. Ich muss aufpassen, ich habe mein Flugzeug nicht mit dem Autopilot. Ja. Aber da ist alles. Alles Schachbrettmuster. Jetzt bin ich wieder draußen. Eieieiei. Ja, aber die kleine Insel da mehr oder weniger, ja, da, das hier, das sind wahrscheinlich dann die Bauern, denen die ganze Felder gehört. Ja. Also irgendwie interessant ist es ja schon, gell? Wenn man das so ein Stück gehört. Also es ist eine interessante Gegend da und hier. Doch mal so eine Straße zum das Ding. Also es ist interessant, ja. Hoppla. Nur mal ein bisschen zurück mit dem. So, jetzt gehen wir da. Sind noch 2000 Fuß. Drehen wir mal ein bisschen geradeaus Flug. Das ist eigentlich auch schon zu viel. Also wenn die im Vergleich zum Automotor würde ich nie über 5000 Umdrehungen fahren. Wenn, dann wäre es so. So, mit dem Automotor würde ich so fahren. Ja. Wenn ich das jetzt auf das, übertragen muss mal auf das Flugzeug. Ich meine, ich fahre ja heute mit Höchstgeschwindigkeit. So. Okay. Oh, das ist schon ein bisschen hoch. Das hier sind Kilometer. Halbe Drehzahl und 140 Kilometer, also da muss. Da kann wenig Autos mithalten. Hier ein bisschen. Also ich gehe auf 4000. 4,5. So. Ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe ja auch wieder Geschwindigkeit verloren durch die Aktion gerade. Ich habe es Geschwindigkeit oder Höhe gesagt? Ich habe Höhe gemeint. Ich habe Höhe verloren. Na, wie geht's dir? Eigentlich ist die Höhe gar nicht schlecht. Wenn ich dann rechts rüber gucke, dann kann ich hier zwischen. In meinem Halsbereich durchs Fenster durchgucken, ja, dann steckt der Körper von der Beifahrerin nicht im Weg. Ja, höher kann ich, höher bringt nichts. Ne? So. Jetzt machen wir mal schon Pause. Gehen wir mal nochmal schnell da rein. Weil das sieht jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Und mich interessiert es, ob ich jetzt wieder da eine Verbindung habe. Oder ich hab's wieder nicht. Das ist doch Blödsinn. Warum, weil jedes Mal kickt?
Das ist echt ärgerlich. Bin gespannt, wie lange jetzt online bin. Das muss ich, jetzt habe ich gerade keinen Ton mehr. Okay. Ja, das passiert ab und zu, wenn die aktive Pause einen ausschaltet, dass dann der Ton weg ist. Da muss ich geschwind aus an sich und in der Ansicht und dann ist schon wieder da. So geht es eigentlich jetzt von der Ansicht. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Wenn man immer wieder rausgekickt wird. Dabei ziehe ich die Daten gar nicht vom Microsoft Flugsimulator von dem Server, sondern von einem anderen Server, damit ich eben nicht abhängig bin von der Verbindung. Da blinkt was. Also mal gucken, ob das ein Flieger ist. Wo war? Das ist das. Okay. Ich habe hier in der Gegend jetzt keine Mitspieler. Doch, da ist einer. Okay. Ich habe schon gedacht, dass sie mich wieder rauskriegt hin. Ein bisschen mehr Gas gehabt von ihrer Höhe. Und ich habe gerade gesehen, die Landescheinwerfer war noch ein. Das sind die Landescheinwerfer jetzt. Gehen wir mal zu dem Ding darüber, das ist wahrscheinlich der Flugplatz. Ah, hier. Dann gucken wir mal. Das ist KIIB. Bin ich da vorher gestartet? Jetzt bin ich wieder weg. Hey, 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 hey. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt, warum meine Serververbindung so schlecht ist. Also ich habe da mal im Discord mal rumgefragt, auch bei dem Community-Event, glaube ich, vorletzter oder so, habe ich auch mal rumgefragt. Die haben alle bessere Werte wie ich. Dann die mit seiner Xbox sogar deutlich bessere. Der hat zwischen 20 und 30 Millisekunden und ich habe 50 Millisekunden. Ist das der Flughafen, wo ich losgefahren bin? Ich weiß es gar nicht, wie da die Kennung geheißen hat.
Ich weiß es nicht, ob es der ist oder nicht. Doch 36, das kann sein, dass ich da losgeflogen bin. Das kann sein, dass das. Dann gucken wir mal auf der Karte geschwind, wo wir hingehen können. Gehen wir darüber. Gehen wir nach Kulz, genau, da gehen wir hoch. Dann gehen wir jetzt Richtung Norden mal. Und dann ist 3. 3. Kilo Oscar Lima Zulu, automated weather observation 1100 Zulu. Wind 324 at 6. Visibility Niner. Sky condition, few clouds at 5,300 feet, few clouds at 12,700 feet. Temperature, 22C dew point, 13C altimeter, 3053. Kilo Oscar Lima Zulu, automated weather observation, 1100 Zulu. Wind, 324. Oh, der Merse. Guck mal, welche. Sogar ein ILS hat, aber das bringt mir nichts. Ich habe keinen. Hey. Okay, dann muss ich schon die Karte hier einblenden. Dann gehen wir auf die 31. Die Platzhöhe. Die Platzhöhe ist 1000. Gut, ja gut. Bisschen tiefer. Gehen wir auf 2000 anfliegen und nehmen wir die 31. Kilo Oscar Lima Zulu Traffic Martin Romeo Juliet 6612 miles south 2900 feet inbound to land runway 31. Ich bin jetzt 12 Meilen davor entfernt. Das ist ja gut. Gibt es da irgendwas in der Nähe? Ne, da gibt es kein IOR, kein NTB, nix. Okay. Okay. Sehr klar, ja. Machen wir das anders.
Muss ich mal gucken, ob ich eventuell sogar den Autopilot nutzen kann. Also ich habe jetzt einen Autopilot eingeschaltet. Höhehaltemodus und Navigation. Obwohl ich jetzt hier gar kein Autopilot sehe, keinen benutze. Okay. Höhehaltemodus funktioniert. Und jetzt habe ich auf NAV geschaltet. Und ich habe ja hier oben. Hier oben habe ich ja auch einen Moment. Gehe ich jetzt in der Alt, in Heading. Okay, ich fliege jetzt mal nach Heading. Also der Autopilot kann man im Hintergrund benutzen, aber wenn es hier keinen Autopilot gibt, das ist gut. Das ist gut, ja. Hier ein bisschen runter mit der. Jetzt habe ich hier gleich. Bin hier gleich auf der Route. Jetzt auf Autopilot. Mit Navigation. So. Und hier bin ich. Piste 31. Das heißt, ich das Heading auf 31 setze. Damit ich weiß, wie die Ausrichtung ist, wenn ich nachher anfliege. Und halt, ich mach das anders. Ich mach das anders. Eieiei. Ah, das ist ein bisschen blöd mit dem Honeycomb, mit dem Dreher. So. Ich schalte es wieder auf Heading. Und schalte es kurz um. Und jetzt gehe ich mit dem halt. Jetzt gehe ich mit dem hier auf 31 raus, ja. Ja. Auf 31. Dann habe ich da nämlich nachher auch ein größerer Fail zum Orientieren. Schalte wieder auf NAV um. So. Und gehe mit dem Heading wieder auch auf 31. So. Traffic generic November for Niner Kilo Charlie ready for IFR departure runway 27. Halt ich was anderes. Ich gehe mit dem Heading. Hier gibt es 5 und 4 gibt 9. So. Genau. Und zufrieden mit mir? Ich sage, ich lobe genug. Gucken wir mal, wie
weit wir weg sind. 10,9 nautische Meilen. Was vorher. Ich habe keine Abstandsentfernung, kein DME. Okay, okay. Dann muss sie. Ah, hier ist das schon. Okay. Dann gehen wir jetzt auf Heading. Ah, das hat er schon. So. Gehen wir jetzt auf Heading und hier schalten wir jetzt um. Wie viel habe ich gesagt? Dann habe ich 1100, dann gehe ich runter. Das heißt, ich muss jetzt auch Vertical Speed runtergehen. Okay, ja, das funktioniert, das ist sehr gut. Okay. So, und jetzt fliege ich eigentlich im rechten Winkel, so. Das wäre jetzt dann. Okay, okay. Dann Flaps 1. Und dann machen wir jetzt ein gehen wir runter bis 2000, gehen wir runter, dann drehen wir um, also hat er jetzt eine Höhe gewonnen. Also Vertical Speed ist hier Fuß per Minute und der ist Kilometer. Ah, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Also ich muss hier aufpassen, ich fliege nicht schnell. Das sind jetzt gerade mal 50 nautische Meilen, Knoten, was jetzt ungefähr fliegt. Ich kann nochmal eine Stufe runtergehen, Vertical Speed. Okay, Vertical Speed macht. Okay, dann mal. Ich jetzt. Funktioniert das nicht. Jetzt habe ich die. Da habe ich nur auf Heading-Mode gemacht. Höhe-Modus mache ich jetzt ausschließlich mit dem Schub. Kann ich trimmen. Ich kann nicht trimmen. Okay. Dann mache ich jetzt ich habe jetzt das Ding komplett ausgemacht. Traffic
traffic generic November for Niner Kilo Charlie ready for IFR departure. Ich mache jetzt eine Kehrtwende. Das ist gut, dass ich nicht so schnell war. Ich habe einmal eine Flapstufe habe ich draußen. Das müsste eigentlich der Flughafen in Sicht sein. Hier oben bei 31, da müsste der Flughafen kommen. Also bin ich jetzt im. Sag mal gleich Ende. Kilo Oscar, Lima Zulu Traffic, Martin Romeo Juliet 66 is on final runway tree 1 to land. So, jetzt gäbe ein bisschen hochtrimmer, damit ich hier genau auf dem Übergang bin von weiß zu grün. Ich gebe ein bisschen mehr Gas, damit die Höhe halt. Na, ich war ungenau. So. Das ist sehr ungenau. Also, die ist ungenau programmiert, Systemtiefe gleich 0. Aber es ist ja auch ein Freeware-Add-on, ja? Also das, was ich jetzt hier habe, Höhe, Babehalter und das hier Babehalter, das geht eigentlich fast nicht nur mit Schub und so. Das muss man so korrigieren. Das funktioniert so nicht. Bisschen mehr Schub und dann geht der die Geschwindigkeit hoch und jetzt überschießt es, obwohl ich kaum mehr das ist gleich in der Steigflut gegangen mit der Pitch Up, obwohl ich eigentlich nur ein bisschen mehr Gas gehabt habe. Entweder sind die Ultraleichtflugzeuge so gebaut im Gegensatz zu einer Cessna oder sie schlecht programmiert. Auf jeden Fall habe ich meine Probleme jetzt mit Trimmung den Flug schön bei zum Behalten, damit die das Lenkrad loslassen könnte. So, jetzt gehe ich ein bisschen runter. Jetzt geht gleich in den Sturzflug. Geht in den Sturzflug und die Geschwindigkeit. Ich habe noch die zweite Flapstufe noch nicht drin. Ich sag, das hier sind keine Knoten, das sind Kilometer. Also, das merkt man auch, wenn man jetzt nach runter guckt, das mir schleichert. Ja, wie wenn die SIM-Rate runtergesetzt wäre. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da jetzt überhaupt die letzte Flapstufe einschalte. Bisschen mehr Gas. Jetzt geht es hier gleich wieder. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben und der. Ja. Jetzt kann ich wieder runtergehen. So. Jetzt gehen wir in den Flug über. Ich mache Full Flaps zum Testen. Also jetzt muss ich nach unten trimmen, das passt nicht. Ich muss jetzt voll in den Boden drücken. Ja, der Auftrieb ist jetzt so stark, idle. Und Flair. Jetzt muss ich abschätzen, wie hoch ich über dem Boden bin.
Laps ab. Und ihr habt natürlich ohne Landescheibenwerfer die Landung durchzogen. Die sind aus. Machen wir sie schön an und sagen nichts. Du bist auch ruhig. Ja, der muss. Der zieht voll nach links weg. Ground Speed habe ich jetzt von 10, da kann ich ein bisschen schneller. Bin auf der Landebahn. Das darf man, glaube ich, schneller rollen wie auf der Volvo. Traffic generic November for Niner Kilo Charlie ready for IFR departure runway 27. Oscar, Lima Zulu, Traffic, Martin, Romeo, Juliet, 66, is clear of the runway. So. Gucken wir uns mal den Flugplatz an. Okay. Da finden wir mal wohl keine Karte. Da ist jetzt wieder von dem Programm. Das wurde ein VFR-Flugverkehr ein bisschen was generiert. Wieder so ein Flugzeug, wo eine Scheibe aufhören hat, so ein Ruder. Und meistens ist es ein ganz kundebundes Flugzeug. Jetzt verparken wir den, da ist wieder. Da ist eine Flieh. Da ist die Tankstelle, damit ich jetzt nicht parke. Und hinter dem da. Kommen wir durch. Ja, ich halte die Lichter aus. So, also Motor aus. Also machen wir durch den Cut-off. Dann Zündschloss zurück. Alle Lichter aus. Jetzt sind alle Lichter aus. Dann habe ich hier Avionik aus. Dann habe ich hier Generator aus und Batterie aus. Jetzt stelle ich mal meine Batterie ein. Okay. Vorher war der Avionik-Schalter wirkungslos und jetzt ist er. Okay. Okay, kann man hier die Tür öffnen? Schätzlich mal weg. Ne, kann man nicht öffnen. Okay, gehen wir mal raus. Hoppla. So. Wahrscheinlich auch ein netter Flugplatz. Ich glaube, das ist auch kein generiert. Das ist vom Flusi selber generiert einer. Wahrscheinlich gut gemacht. Das hier klappt nicht ganz mit der Flieh. Da drüben ist auch ein so ein Hubbel. Und da drüben fällt ganz sein, dass das Auto und das Auto, das Flugzeug total Schaden nimmt und der Flug ist abgebrochen. Da muss man aufpassen. Hauptsache halt, die Verwerfung ist nicht auf die Landebahn.
Ne, die hört hier auf, okay. Okay. Also Fazit zu dem Flugzeug. Keine Systemtiefe. Einfach zu fliegen, aber ja, wenn man ein bisschen Gas gibt, dann müsste er eigentlich an der Flughöhe sich was ändern, aber das schmeißt alles über den Haufen. Die Flughöhe und auch die Geschwindigkeit ist praktisch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und was gut ist, was gut ist bei dem Flugzeug ist, dass das Ding trotzdem benutzbar ist. Der Autopilot. Bedingt nutzbar. Also gut, den machen wir dann vom Acker. Und dann bis zum nächsten Mal.